Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier mit am Start irgendwo hinter mir Tati. Kleiner Vlog, erster Vlog des Jahres. Wir gehen saftig was essen. Ja, wir sind ja jetzt in der Food-Schiene, Food-Branche, Food-Blogger und müssen dann natürlich Content raushauen, den Algorithmus füttern und da uns in der Nische Standbein aufbauen. Bisher läuft es ganz gut, Videos kommen gut an. Überraschenderweise, auch wenn es nichts Besonderes ist, letztens einfach nur ein Döner vom Rewe probiert, kam überraschend gut an. Es geht ab, Tati. Wie ist das neue Jahr so für dich gestartet? Ja, total entspannt. Ja, ja, also nichts Besonderes gemacht so. Und jetzt, heute war ich kurz in der Arbeit in der Firma. Ein bisschen gequatscht und so mit meinem Chef und über die Zukunft alles. Ja, das war's. Also alles total entspannt bis jetzt noch so. Schön, easy. Klingt doch gut. Jetzt wird saftig gegessen hoffentlich. Ja, Mann, freue mich. Ich weiß aber noch nicht was, oder? Ja, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ich habe denen schon erzählt. Bisschen mehr Food hier, wird bisschen hoffentlich regelmäßiger kommen. Ja, das ist ja die Schiene jetzt, für die wir uns entschieden haben. Was aber auch gar nicht so schlecht ist, weil zum Beispiel letztens habe ich so ein random Döner-Video einfach hochgeladen. Ah, da ist es. Und es kam echt solid an. Da wurde so Döner vom Rewe. Den vom Rewe, oder? Ja. Ja, aber mittlerweile, glaube ich, kommt es allgemein ganz gut an, glaube ich. Ja, ja, finde ich super, finde ich schön. Ja, Food ist halt allgegenwärtig, ja. Und ich glaube, das ist eine Sache, die vielleicht viele Leute interessiert. Ja? Okay. Und also mich interessiert Food auf jeden Fall, weil das ist ja tagtäglich, was wir brauchen im Leben. Und ich hoffe, euch ist es auch wichtig. Und dann schaut sie uns an, was wir halt so machen. Ja, aber vor allem Döner fixiert sind die Leute. Die wollen von uns Döner sehen, aber so viele Döner gibt es nicht mehr, Mann. Ja, weiß nicht. Aber was gibt es, was so ähnliches wie Döner? Ähnliches wie Döner? Ja. Brot, Fleisch innen drin. Hä? Ich bin halt irgendwie nicht so... Keine Ahnung. Wenn es ist, schreibt es unten in die Kommentare oder schaut das Video separat, was wir jetzt testen werden. Okay, tot, Leute. Wir hatten nicht offen. Wir haben erst übermorgen wieder offen. Aber ich habe zum Glück hier direkt um die Ecke auch noch einen anderen. Selbe Schiene, selbe Richtung. Den können wir auch noch testen, der ist auch krass gehypt. Du hast gestern Nacht ein bisschen Action in der Telegram-Gruppe verpasst. In der Telegram-Gruppe? Ja, in unserer. Ich habe mir das schon durchgelesen teilweise. Echt? Warst du noch auf? Ja, nicht ganz, aber ich habe halt heute ein bisschen... Nee, Barisch hat die Beweise gelöscht. Ach so, ja, dann nicht, nein. Was ging es denn? Er hat aus Versehen seine Einnahmen geleakt. Echt jetzt? Ja. Und was gab's? Nee, er hat nur gezeigt, wie viele DFI er am Tag macht. Ja. Und dann hat Marvin direkt geschlussfolgert, boah, ey, Bargisch, du verdienst ja so und so viel. Ja. Und Bargisch so, oh mein Gott, woher weißt du das? Wieso hat Bargisch das gemacht? Aber auf dem Bild war auch das DFI zu sehen. Oh mein Gott. Und er so, oh mein Gott. Jetzt wisst ihr, wie viel er verdient, oder beziehungsweise nicht, aber einige aus der Telegram-Gruppe. Weswegen es auch diese Weihnachtsfeiern und so alles gab. Und was hat er verdient? Das kann man bezahlen daher, oder? Das kann ich jetzt nicht so leaken, das ist deine Angelegenheit. Das kann ich dir auf Kamera sagen. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht erzählt euch Barisch mal demnächst davon und legt die Zahlen offen. Weil es ja momentan geht krass ab. Da kamen auch jetzt ein paar Nachrichten von euch. Interesse ist auf jeden Fall gestiegen. Je höher das immer steigt, desto größer ist das Interesse. Und das eine Video von damals, wo er angefangen hat, darüber zu reden, und er meinte, ja, es folgt eine Reihe mehr darüber, wenn 100 Likes erreicht werden, und die wurden halt damals nicht mal annähernd erreicht. Ich glaube 60, 70 oder so. Mittlerweile haben wir aber die 100 geschafft. Hab vorhin mal drauf geschaut, 101. Ja, Mann. Hab Barisch gleich Bescheid gegeben, yo, du hast es geschafft, wie sieht's jetzt aus? Und vielleicht demnächst ein Update, weil viele das jetzt interessiert. Jetzt erst, wo der Hype natürlich da ist. Jetzt auf einmal. Ja, ja, jetzt erst, natürlich. Davor, ja, was labern die da, was labert der Kerl da? Ja. Und jetzt auf einmal, wow, 34.000. Oh mein Gott. Der zweite Laden hat, glaube ich, auch zu. Alles schwarz, dunkel. Wo viele Läden montags immer zu. Richtig lost heute. Oh mein Gott, leidend, Leute, leidend. Das für einer? Ja, auch. Dasselbe. Peter Gygos. Ja, bis zum 9.1. Schade. Schade, Leute, schade.
Ja, super. Dann müssen wir den nächsten suchen. Muss ich jetzt auch was suchen? Oh mein Gott. Apropos Leute, die sich jetzt erst melden, wo der Bitcoin richtig hoch ist. Letztens, also Neujahr, hat sich ja ein alter Kollege gemeldet. Neujahr. Ja, erst halt. So, ja. Dimi, oder? Dimi, ja. Ja, ja. Ich muss ja auch eine Geschichte erzählen. Ich habe mit ihm schon alles gemacht eigentlich im Grunde, gell? Oh mein Gott. Aber pass auf. Ja. Und das ist ja das Krasse bei Dimi, ja? Ja. Ich war bei ihm. Er so, Tati, wie sieht's aus? Hast du Zeit und so? Können wir das machen? Ich sehe, Dimi, kein Stress, ich helfe dir. Habe ich mit ihm Bitwaller-Konto eröffnet. Oh mein Gott. Ja? Habe mit ihm Cake-Ding gemacht, ja? Wallet erstellt, alles gemacht, oh ja? Oh mein Gott. Okay, dann wollte er, hat er mich gefragt, wie viel er reingehen soll. Ich so, Dimi, ganz ehrlich, mach so viel, wie du entbehren kannst. Ja. Er so, okay. All in! Genau. Hat einen Betrag jetzt überwiesen. Natürlich dauert es ja seine Zeit. Dann war noch plus Feiertag und bla. Ja. Neujahr und alles. So, es kam heute drauf. Heute? Okay. Und habe ich ihm so gesagt, Dimi, ganz ehrlich, wenn es kommt, musst du ja erstmal Bitcoin kaufen, dann können wir alles weitere machen. Ja, und er wartet halt jetzt, weil er halt hofft, er sinkt noch ein bisschen, ja? Und vor ein paar Stunden ist er gesunken. Ja. Ja. Vorher ist er ein bisschen gesunken, ja. Er hat aber noch nicht gekauft, jetzt geht er wieder nach oben. Ich so, Dimi, ganz ehrlich, sei nicht so gierig, habe ich zu ihm gesagt, gell? Ja, und jetzt, ja. Und er hat gesagt, okay, er kauft jetzt dann die Bitcoins und dann gehe ich mit ihm halt dann noch cakeweise durch. Aber das Lustige ist ja, er hat sich ja noch zwischenzeitlich dann bei dir gemeldet und hat dann gefragt, wie viel DFI und so. Ich habe zu ihm gesagt, ich mache halt 50-50. Ja, muss man ja. Ja, brauchst wegen du ja, aber du brauchst Mining, ja Mining und ja. Ding halt, ja. Genau. Habe ich ihm halt auch so erklärt und das mache ich halt dann alles mit dem, ja. Aha, so läuft das ab, Leute. Auf jeden Fall, der Besitzer hat uns schon reingewinkt, reingelockt und ich so, ja, genau deswegen sind wir hier. Dritter Versuch. Leute, wir haben gerade saftig gegessen. Freut euch auf das Video. Saftiges Getränk haben wir auch noch dazu bekommen. Oh, sehr geil. Das ist die Zukunft von unserem Kanal, Leute. Ja, Mann. Einfach chillen, passives Einkommen und gut essen. Ja, umsonst zu essen. Sehr netter Kollege. Wenn wir uns einen Namen machen als Foodtester, Foodblogger, dann laden uns die ganzen Restaurants ein. Oh mein damit Gott. Wir den essen können. Das ist die Zukunft, Leute. Ja, Mann, die melden sich dann bei uns, oder? Kommt uns vorbei, testet unser Essen. Das wäre echt nice, Mann. Das wäre echt also schön. Wir sind hier zufällig, weil wir hier Tische gesehen haben fürs Video. Aber ich sehe, der Laden sieht eigentlich auch richtig saftig aus. Mhm. Crispy Tofu, Deep Fried Oreos. Aber auch vegetarisch, gell? Mhm. Also Alumi. Ja, das ist der neue Trend. Neuer Trend, der gibt schon länger, aber immer... Wird immer stärker. Immer mehr, ja. Ist auch richtig so. Zu viel Fleisch ist echt nicht gut, Mann. Zu viel ist nicht gut. Schön. Auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Barisch seine Finanzen sehen wollt, ob ihr da ein Update sehen wollt, weil ich glaube, das interessiert echt viele. Wir haben ein anderes Level erreicht. Das haben wir ein bisschen nur angeteasert, angedeutet, aber Real Talk. Ja. Real Talk kommt demnächst hoffentlich, falls ihr das sehen wollt, weil... Es ist unbeschreiblich gerade. Wir haben unsere nächste Location gefunden, Leute, beim Vorbeigehen. Real American Pancakes, auch salzig. Boah, das sehe ich immer in den Filmen, wie die das essen mit Ahornsirup ja, und so. Ja. Aber auch das salzige Zeug Ahornsirup. Vielleicht muss man es erstmal probieren, damit man es versteht, oder? Werden wir auf jeden Fall demnächst machen. Mr. Pancake.